Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich zeige euch Borderlands 2 auf der Xbox One. Und bla 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 bla. Ja, eigentlich ist es ein Spiel, wo schon alles gesagt ist, wo schon Videos alles gemacht ist. Man findet auf YouTube schon alles Mögliche über Borderlands 2. Auch diese Mission jetzt hat, die heißt Der verlorene Schatz. Da muss man 4, 5 so Schalter aktivieren. Der eine heißt Folge den Anhaltspunkten unter den säuregetränkten Eisenbahnen. Das ist hier. Danach kommt im Lagerhaus am Ufer, im Schatten des Baggers, innerhalb Dahls blutigen Sechsten. Da muss man jeweils so Schalter aktivieren. Und auf der Karte sind oben, wie ihr seht, oben rechts, ist so ein Kreis auf der Minikarte und der ist halt, der bezieht sich über die ganze Karte. Wenn man es nicht weiß, tut man sich schwer, diese Schalter zu finden. Aber wie gesagt, normalerweise gibt es das Video schon, die Leute haben das schon alles. Es gibt eigentlich fast keine Leute mehr, die was Borderlands 2 noch spielen. Ich habe Borderlands 2 auf der 360 schon sehr gerne gespielt. Also ich fand das Game einfach klasse. Das ist so abwechslungsreich. Ich kann es heute noch spielen und habe heute teilweise noch nicht alles fertig. Und ja, wie ihr seht, bin ich Level 72. Das ist das Maximum. Das ist das Maximum. Mehr geht eigentlich nicht. Und was etwas schade ist, ich hatte das Maximale schon auf, da, das sind die Schalter, das Maximale schon auf der 360 und dann, wo dann die Board Hanson Jack Edition rausgekommen ist für die Xbox One, ist natürlich klar, dass ich es mir geholt habe. Jetzt habe ich hier die Xbox One. Borderland war ja gezeichnet 2D, 3D, so abwechselnd, und ich fand die Grafik damals schon klasse auf der 360, aber jetzt auf der One mit dem Blu-ray und dem neuen Game, und dann habe ich einen UHD-Fernseher, der macht das Bild, das ist so brutal, das ist der Wahnsinn. Also da war ganz klar für mich, also ich hole mir das Borderlands nochmal. Und wozu das Video, wenn es das schon gibt, ja, da es schon gibt, warum soll ich es nicht hochladen? Ich mache das YouTube eigentlich ganz gern, und wenn ich ein, zwei Leute damit erreiche, denen was ich da helfen kann, reicht es mir, mehr brauche ich gar nicht. Und letztens hat mich jemand angeschrieben, hat er gemacht, ich habe viel mehr Abonnenten wie du. Da habe ich gesagt, du guter Mann, das ist ja schön und gut, weil er, was hat er gesagt, die Titelbilder hat, wo das Video beschreiben, die macht er selber, und dadurch hätte er mehr Abonnenten. Er hat gesagt, das kann ja schön sein, also ich mache das eigentlich auch Spaß an der Freude. Und wenn ihr auf meine Abonnenten schaut, da ist der zweite Schalter, habe ich, ich glaube, 145, das ist ja wirklich gar nichts. Da ist der Kollege hier, der was mich so zuschwallt, und das ist wirklich überhaupt nichts, also 145 Abonnenten, aber mir macht es Spaß. Und ja, wenn ich da, wie gesagt, ein, zwei Leute erreiche, denen was das Video hilft, perfekt, mehr brauche ich nicht, das reicht mir. Und deswegen ich auch dann gesagt habe, ja, warum soll ich es nicht hochladen, auch wenn das Game schon etwas älter ist. Da es halt schon mal da war, das ist immer so ein Nachteil, wenn ein Game schon mal draußen war und die machen dann eine Neuauflage, das ist wie mit so gute Filme im Fernsehen, na, neu jetzt in HD oder was weiß ich was. Du kennst den Film trotzdem schon, und ja, es ist einfach nicht so wie beim ersten Mal. Aber wie gesagt, Borderlands ist da für mich anders. Also es gibt immer noch Sachen, die was ich immer noch machen kann, wo ich noch nicht habe. Wenn ich an Borderlands 1 denke, habe ich immer noch Aufgaben, die was ich noch nicht habe. Und es gibt wirklich nicht den Tag, wo ich sage, mir macht es keinen Spaß. Also ich spiele das wahnsinnig gern. Besser wäre es natürlich noch, wenn ich, wenn meine verkackte Fritzbox nicht so abspacken würde, dass ich hier Party beitreten kann, chatten kann und so weiter. Zurzeit spinnt die Box ein bisschen. Das ganze Portgedönse und NAT und so weiter.
Das kennt garantiert jeder von euch. Und ja, wenn es dann Leute geben würde, die was Borderlands noch spielen, sagen wir, was weiß ich, ihr habt einen Kumpel oder ihr seid auch 72, wobei ich mir fast sicher bin, oder seid schon fertig und habt keinen Spaß mehr und ihr könnt dann einem ein bisschen hochhelfen, leveln und so weiter. Es ist eine Gaudi hoch 5. Es gibt so viele Waffen, es gibt so viel zum Tun und die Ausdrücke, mit was sie um sich schmeißen. Ich finde das Game einfach nur klasse. Deswegen hier mein Tipp. Bald das Borderland mal als Download gibt oder gebraucht. Es gibt schon mit allen Extras, gibt es schon günstig zum Kaufen. Ja, holt euch das Game. Also es gibt erstens einen Sack voll Erfolge. Wo ist der dritte Schalter? Da ist er. Und ja, dann gibt es erstens einen Sack voll Erfolge. Und wenn ihr einen Kumpel habt, mit dem ihr spielen könnt. Also wirklich klasse. Also mir gefällt das tierisch gut. Ja, das dazu. Und noch ein Vorteil von der Xbox One, wo es die Hansen Check Edition gab, da ist das Pre-Sequel Borderlands ist drin mit den Downloads, es ist Borderlands 2 drin mit allen Downloads, also du musst keine Karten mehr kaufen, keine Updates mehr kaufen, es ist wirklich alles dabei und dann hast du zwei Games im Preis von einem und das eine Spiel hat neu gekostet, ich glaube plus 40 Euro oder so. Klar haben sie es billig gemacht, weil es wahrscheinlich keiner gekauft hätte, wenn sie gesagt hätten, hier, das Game kostet 70 Euro, 80, 90 Euro, weil zwei Spiele drin sind. Dann hätten die Leute gesagt, hier, verpiss dich, bist du nicht ganz dicht, weil sie es eben schon gespielt haben. Aber so, es ist billig, zwei Spiele und eine Gaudi, also es ist wirklich nicht schlecht. Deswegen, wenn bei mir einer in der Nähe wohnt und ich komme aus Kaufbeuren, darf man das sagen? Ja, das vergisst man einfach. Ja, ich wäre gern bereit, einem das Spiel zu geben. Einen Jüngeren jetzt nicht, die Leute, die was sich leisten können. Wenn einer das Spiel braucht und kann sich es nicht kaufen oder was weiß ich, einer der Kiddies oder so, schreibt mich an. Ihr könnt von mir gerne das Game haben, müsst es halt nur abholen. Porto oder sowas zahle ich dann nicht, wenn ich das Spiel schon verschenke. Wenn ich irgendjemandem helfen kann, holt euch das Game. Ich bin mir fast sicher, dass ich es nicht verschenken muss, weil das Video doch schon, lass mich schauen, 8,5 Minuten geht. Und die Leute, was das bis hierhin angeschaut haben, die haben das Spiel oder sie schauen sich es nicht bis hier hinten an oder brauchen das Game nicht. Also deswegen wird das Spiel wahrscheinlich meins bleiben. Aber das Angebot steht. Braucht es einer, schreibt es mich an, der kriegt von mir das Game. Und gut, ist vorausgesetzt, hier die Kiddies, wie gesagt, Erwachsene, die was sich das Spiel oder Größe, was sich das Spiel leisten könnten, kriegen es von mir nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr die ganzen Schalter gefunden habt. Vorausgesetzt, ihr habt es noch gebraucht. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Borderlands spielen, eine gute Abwechslung zu Black Ops 3. Und ja, haut rein, ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, euer Wookie.